Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder SkyTech. Unsere To-Do-Liste vom Stream zeigt, braune Pilze haben wir gemacht, Polizeistation, da war nicht so viel abzuklären, können wir erstmal weghauen. Wir lassen das mal hier hängen, dann können wir da jederzeit wieder was Neues hinschreiben, wenn uns was einfällt. Wir haben allerdings jetzt was zu tun, zum einen Materialien vorbereiten für das Gefängnis, das möchte ich weitermachen. Und zum anderen habe ich ein bisschen Smaragde gesammelt, mit dem wir jetzt schnell Redstone kaufen gehen. Redstone tradet man am besten beim Spark. Yes. Ein Emerald. Wir müssen erstmal Emerald rausholen. Ein Emerald, zwei Redstone. Dankeschön. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Damit lässt sich auf alle Fälle was erreichen. Für alle, die sich fragen, warum ich Spark seinen Shop nicht verwende. Ich war im Shop und habe mir diese Comparator gekauft, aber Redstone... Da mache ich lieber den extra Weg und trade selber. Und ihr wisst ja, ich habe mit Spark mein Handelsabkommen. Ich darf mit seinen Dorfbewohnern handeln. Also sparen wir uns dann ein paar Emeralds und holen uns die direkt von den Händlern. Gut, ich glaube, ich habe mal weitestgehend alles, was ich brauche. Glaube ich zumindest. Ah, nee. Wir brauchen noch eine Angel. Okay, ich habe jetzt mal drei Angeln gemacht. Habe ich hier reingepackt. Und jetzt schauen wir... Jetzt legen wir mal irgendwo los, würde ich sagen. Ziel für heute wäre es mal, das Gefängnis komplett mit der Technik fertigzustellen. Polizeistation ist dann nächste Geschichte, denke ich, aber das Gefängnis sollte mal fertig sein. Und der Witz wird sein, ich versuche die Technik jetzt mal selber. Eieieiei, ich weiß noch gar nicht, ob ich das hinkriege. Also selber heißt, ich habe schon mal mit dem Kirito gesprochen, wie das Ganze so funktionieren könnte. Aber jetzt keine ganz genaue Anweisung, deswegen werde ich mich jetzt einfach mal dran versuchen und hoffe, es klappt. Wenn es nicht klappt, muss ich mich nachher an Kirito wenden. Wünsche mir Glück. Okay, beim Spark in seinem Shop gibt es Beobachter. Da kaufen wir mal einmal 8 Stück, aber es gibt noch keine Comparator. Und die brauchen Quarz zum Herstellen. Die müssen wir noch anschaffen, bevor wir loslegen können. Wir brauchen unbedingt Comparator. Dann würde ich sagen, geben wir unsere letzten Emeralds mal beim Janos in seinem Goldshop aus. Und begeben uns dann irgendwo zum Picklin-Traden. Sind die Preise teurer geworden? Halbes Stack Gold. Ach nee, ein halbes Stack Gold, 16 Emerald. 16 Emerald, also kann ich mir 2 Stacks Gold für 64 holen. Nice, perfekt, danke Janus. Okay, ab ins Nether und dann mal schauen, wo wir traden können. Ich weiß, Debitor hat umgebaut. Und die Trading Station ist größer, aber ich weiß nicht, ob ich da meine Sachen wieder rauskriege aus dem System. Okay. Also, ich habe noch nicht ganz begriffen, wie die Farm funktioniert, beziehungsweise schon, aber nicht, also sie funktioniert noch nicht so, wie sie soll, glaube ich. Auf alle Fälle bekomme ich ein paar Rohstoffe, die ich brauche, das ist schon mal ganz gut. Okay, wir haben auf alle Fälle gut viel Quarz jetzt, das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann mache ich die Maschine wieder aus. Mist, Gast. Er sollte hier nicht hochschießen. Er hat mich entdeckt, flüchten! Noch mal weg. Ah, so close. So, das Gute ist, dass die Portale vom Nachbarn auch so nah sind. Gehe ich einfach beim Nachbarn durch, wenn mein Portal gerade nicht geht. Yep, und dann können wir auch schon Comparator bauen. 12 Stück ist erstmal mehr als genug, denke ich. Nice. Dann haben wir das auch abgehakt von unserer Liste. Ich schwinge mich wieder auf mein Eselchen und reite zur Baustelle. Machen wir uns mal hier an die... Ah, aber da fehlt noch ein Weg nach unten, oder? Ich dachte, der ist hier. Den sollte ich vielleicht nochmal aufrechterhalten. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar Tests machen. Also ich werde den hier auf alle Fälle wegmachen, den Block. Und den eins unten drunter auch. Hier muss dann wieder einer hin. Und obendrauf brauchen wir ein Minecart. Wir stellen mal die Kiste hier hin, aber nicht runterfallen, die wäre weg, wäre echt ärgerlich. Und unten obendrauf brauchen wir ein Minecart mit Trichter. Nicht dem Joe verraten, dass ich hier meine Redstone-Künste auspacke. Jetzt mache ich mal kurz, damit, falls es nicht funktioniert, hier so einen Block hin. So, okay, der wird eingesaugt. Jetzt ist aber die Frage, was eigentlich viel spannender ist. Funktioniert es, dass das hier unten rauskommt? Nein, nein. Ich hatte gehofft, dass dieses Trichter-Minecart aus dem anderen Trichter-Minecart das Item rausziehen kann. Das geht nicht. Das heißt, dass dieser Obsidian-Block dann leider ein Trichter sein muss, was natürlich das Gefängnis schwächer macht. Okay, jetzt hätte ich es mal so weit, dass ich oben ein Item reinschmeißen kann auf einen Obsidian-Block und der wird hier unten raus transportiert. Das ist schon mal... Es ist gut, dass es funktioniert, aber nicht so, wie ich will. Jetzt möchte ich natürlich ein Sortiersystem, dass nur Fische quasi gezählt werden. Sortiermechanismus wäre jetzt mal angeschlossen. Ganz einfache Redstone-Technik, wie auch bei dem automatischen Lager.
alles, was ich jetzt hier reinpacke, wird nicht durchgereicht bis zum 41. Block und dann geht alles weiter. Also ich muss erstmal 41 Fische fangen, beziehungsweise ich teste mal das Fangen und hole mir dann die rohen Fische beim Basti im Shop. So, schauen wir mal, ob das funktioniert und hier ein Fisch anbeißt. Sehr gut, gleich mal einen Lachs gefangen, wir fischen nochmal. Okay, und dann einen Cod. Alle guten Dinge sind drei. Ein Pufferfisch? Wir fangen echt lustige Sachen. Ich dachte, man fängt eigentlich hauptsächlich den anderen Fisch. Mal schauen, dann mache ich halt weiter. Ich möchte mal noch ein bisschen mehr. Klar, ich kann die Statistik einfach nachschauen. Ich mag gerade ein bisschen angeln. Das ist übrigens die Perspektive, die der Fisch hat. Okay, also ich denke mal, Cod ist das, was wir am häufigsten bekommen. Das heißt, aus dem werden wir das Ganze hier. Den muss man dann 32 Mal fangen, vielleicht auch öfter. Das kann dann der Spark entscheiden. Wir machen gleich mal folgenden Test. Ich schmeiße das allererstes Mal den Fisch in die Ecke und es funktioniert nicht. Zack, zack, zack. Und jetzt schmeißen wir den Fisch in die Ecke. Und jetzt schmeißen wir einfach noch den Lachs in die Ecke. Wenn mein Sortiersystem stimmt, müsste hier oben der Lachs noch drin sein. Oh, und hier unten... Wieso wird der... Also doch, das ganze System eins niedriger. Eieiei, nochmal. Gut, der Fehler war anscheinend, dass der Hopper nach unten gezeigt hat. Jetzt zeigt der Hopper darüber. Jetzt kann ich hier die vier Items reinlegen. Ein Fisch. Und da den Fisch. Jetzt mache ich das mal kurz damit. Der müsste die jetzt durchreichen bis 41. Perfekt. Und die landen da unten. Ja, super. Dann funktioniert das. Klasse. Nachdem das jetzt funktioniert und wir da diesen rohen Fisch durchreichen können, gehe ich mal ein bisschen rohen Fisch organisieren. Habe ich überhaupt noch Emeralds? Nicht wirklich. Oh, weia. Und dann schauen wir, dass wir einen Mechanismus machen, der uns die Fische zählt. 5 Fische, ein Emerald. Danke für gar nichts. Gebraten gibt es sie noch. Ich brauche sie aber nicht gebraten. Jetzt muss ich echt beim Basti in den Fischtank. Oh, wie cool. Basti hat das mit getöntem Glas gemacht. Für alle, die getöntes Glas nicht kennen, es lässt kein Licht durch. Man kann da reinschauen, aber es lässt kein Licht durch. Feuchte Fische. Okay, ich habe Glowing Sex und einen rohen Fisch. Eieiei, so funktioniert das nicht. Ich brauche rohe Fische. Ich schwimme ein bisschen im Fischtank und helfe mit der Axt nach, wie ihr sehen könnt. Yay, Fischkopf. Oh, schaut mal, hier können wir ein Phänomen... Der ist gerade durch die Luft geflogen, wie cool. Ich schwimme nochmal raus. Der schwamm da gerade raus. Ich dachte, der schwimmt jetzt hier einmal so durchs All. Alles klar, 46 Fische müssen jetzt reichen. Sehr gut, ich hatte mir das einfacher vorgestellt, aber so hat es auch funktioniert. Nachdem mir gerade mein Essen sowieso ausgegangen ist, ich wollte nachher noch bei Flockerando bestellen, können wir aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kriegen wir auch 4, ne? Also 20 Fische. Ja, passt, dann haben wir was zum Essen. Dann würde ich sagen, widmet sich The Crowcraft wieder der genialen Redstone-Technik, die er da ausklügelt. Ich bin gespannt, aber ich glaube, das ist ziemlich simpel eigentlich, so wie ich das vorhabe. Mal schauen, ob das funktioniert. Alles klar, dann packen wir den rohen Fisch mal da rein. Der zählt jetzt runter bis auf 41 und dann wäre das Tiersystem erstmal eingerichtet. Das heißt, hier kommt nur noch roher Fisch raus. So, der rohe Fisch landet jetzt in meinem Fass hier. Und jetzt möchte ich natürlich schauen, wie viele Items befinden sich in diesem Fass. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. So habe ich mir das jetzt überlegt. Da fehlt noch eine 5. Lampe, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich so mache oder noch ein bisschen anders, wo man das am besten anzeigt. Es ist jetzt so, wenn hier Fische reinkommen. Ich habe jetzt das mit Steinen mal simuliert, weil ich nicht genug Fische habe. Jetzt sind ungefähr, warte, wie man es genau, sind 92 Fische drin. Das ist im Moment die Maximalstrafe, die geht 92 Fische fangen. Wenn Spark jetzt meint, okay, ist eine kurze Haftstrafe, dann kann er 14 Fische rausnehmen. Dann muss ich 14 Fische fangen. Denn wenn ich 14 Fische gefangen habe, leuchtet die letzte Lampe, es gibt das Signal ab und ich bekam mich, ich werde befreit. So der Plan. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand 32 Fische fangen muss, ne, sind zwei Leuchten aus, dann muss der erst wieder 32 Fische fangen, hier rein sortieren lassen, dass dann die Lampen alle leuchten und dann wieder er freigelassen wird. Finde ich ein ganz cooles System. Das heißt, hier hat Spark quasi dann den Regler in der Hand. Muss man dann auch so zugänglich machen, dass man auch sieht, dass das hier dann der Regler ist. Genau, und dann muss ich natürlich hier noch eine Kiste irgendwo hinmachen, wo der ganze Junk reinkommt. Das Zeug, was keiner braucht. Also was
nicht für die Haftstrafe gilt, falls jemand da was reinschmeißt. Bevor ich jetzt anfange, das ganze Ding hier halbwegs ansprechend hübsch zu machen, was sicher auch nochmal eine Weile dauert, mache ich oben noch die Technik fertig, mit der man dann aus dem Gefängnis rauskommt. Dafür brauche ich aber einen Dispenser, also einen Werfer. Den muss ich jetzt erstmal auftreiben. Vielleicht gibt es den auch beim Spark. Nehmen wir uns mal ein bisschen Kleingeld mit und schauen mal, ob wir Glück haben. No. Klar, Dropper gibt's, Dispenser gibt's nicht. War ja logisch. Oh Mann. Und wieder auf den Esel, auf das Maultier, Entschuldigung. 3 Dispenser im Gepäck, geht's wieder zurück. Irgendwas habe ich wieder vergessen, bin bald wieder hier. Also der Dispenser wird hier drüber angebaut und braucht dann natürlich ein bisschen hier rechts und links einen Rahmen, dass das Wasser wirklich nur in einer Linie runterkommt. Und der sollte dann hier eine Wasserquelle platzieren. Das Wasser wird nach unten gebracht und dann kann derjenige, der hier unten steht, im Gefängnis dann über diesen Wasserstrahl nach draußen und hat seine Gefängnisstrafe abgesessen. Jetzt müssen wir den nur noch entsprechend bepowern und das geht eigentlich auch ziemlich simpel von hier drüben. Eine Sache habe ich natürlich nicht bedacht. Wenn ich jetzt ein Ansignal hochschicke, dann wird das Wasser oben einmal rausgelassen und fertig. Und wenn ich es dann wieder ausmache, wird das Wasser, passiert gar nichts. Dann muss ich erst wieder an- und ausmachen. Deswegen muss ich hier ein anderes Signal reinbauen. Und ich glaube, ich habe das Problem schon gelöst. Ich glaube. Mal schauen. Okay, es ist jetzt kein Wasser draußen. Es ist immer noch kein Wasser draußen. Mist. Okay, ich habe es in den Griff gekriegt. Hier einfach, das Signal war zu schnell für die Fackeln. Und jetzt habe ich einfach da einen Repeater reingepackt, den auf einen Tick Verzögerung. Und jetzt funktioniert es. Also wenn das Signal jetzt hier geändert wird sozusagen, kommt Wasser. Und wenn es wieder geändert wird, ist das Wasser wieder weg. Perfekt. Ich hatte schon Schiss, dass ich die Schaltung nicht gelöst kriege. Somit, damit wäre Teil 1 des heutigen Gefängnisbauabschnittes mal erledigt. Wir haben Technik und jetzt muss die Technik natürlich noch irgendwie verpackt werden. Boah, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so einen genauen Plan. Ich mache mir mal Gedanken und schmeiße eine Timelapse an, würde ich sagen. Damit ihr nach der Timelapse jetzt nicht ganz von den Socken fällt, habe ich mal schnell den Shader angemacht, auch wenn es ein bisschen ruckelt. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ich muss noch ein bisschen ran. Da ist noch viel zu machen, aber es geht in die richtige Richtung, oder? Ich hatte euch ganz vergessen zu beichten, beziehungsweise zu sagen, dass ich meine Leiter für dieses Bauwerk hier anziehe. Ich brauche sonst ewig, wenn ich Materialien vergessen habe von einem Ort zum anderen oder wenn ich mir das von oben, unten oder sonst wie anschauen möchte. Ja, dafür habe ich einfach die Leiter wieder ausgepackt. So, so schaut das Ding jetzt mal aus. Ich werde jetzt, glaube ich, ich würde gerne schmäler werden wollen da so ein bisschen. Ich glaube, das geht sogar. Und dann oben wieder die Plattform breiter. Das heißt, ich werde jetzt hier mit Treppen rein, mit Treppen rauf und dann die Plattform oben drauf. So wäre der Plan. Schauen wir mal, oder? Ihr habt eh Bock auf noch eine Timelapse. Wir haben ohne Timelapse das Ding einfach nicht zu schaffen, sonst schaut ihr mir hier stundenlang zu. Jetzt ist mir direkt aufs Ende hin noch der Deep Slate ausgegangen. Jetzt bleibt mir eh nichts anderes mehr übrig, als die Außenarbeiten hier mal fertig also zu stoppen. Was hier eigentlich nur noch fehlt, ist dieses, was ich hier angedeutet habe. Der obere Ring der Plattform. Das hier. Das möchte ich hier noch außen rumziehen. Und dann kann man hier oben drauf die Polizeistation setzen. Aktuell ist der Eingang jetzt mal hier. Was mir schon ein bisschen stinkt, ist, ja, sogar das stinkt mir mal, dass es nicht symmetrisch ist. Das könnte schön in der Mitte sitzen, tut's aber nicht, ist ein bisschen doof. Ist halt jetzt so, ne? Ist halt jetzt so. Wir müssen die Inneneinrichtung entsprechend anpassen, dass es nur verständlich ist, dass die Zelle halt nicht symmetrisch ist. Es liegt der, ist ein bisschen der Technik geschuldet, die ich unten drunter gebaut habe. Die habe ich halt so gebaut, wie sie mir eingefallen ist und habe sie nicht an die Symmetrie angepasst. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch hingekriegt. Habe ich halt nicht.
Die Einrichtung hier unten fehlt auch noch. Ich möchte hier schon noch ein bisschen was gestalten. Aber fürs Erste wollte ich mal hier oben noch eine Kleinigkeit hinbauen. Und dann müssen wir wahrscheinlich demnächst wieder Ressourcen sammeln. Oh, das beißt sich jetzt mit meiner Leiter. Was machen wir denn da? Ich habe da eine Idee. So lange, bis die, wie lange die Leiter hier noch hängt, liegen die Rohstoffe, die ich dann brauche, dahin zu bauen, einfach mal in der Kiste da drinnen. Jetzt möchte ich hier nämlich ein anderes Lampensystem bauen. Das habt ihr ja 100% schon irgendwo gesehen, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Zack, einfach so ein paar Neon-Lichtstäbe. Finde ich mega gut hier. Passt gut zum Design, denke ich. Da hatte ich gerade die Idee, wir verlegen einfach die Leitern von der Seite hier an die Außenkante hier. Ich glaube, das schadet auch nicht. Jetzt noch die Decke hier oben drauf. Ich habe mich da ein bisschen in diese Falltür-Optik verliebt. Ich mache das jetzt einfach mal. Da könnte man auch sehr, sehr gut... Sind wir schon wieder ausgegangen? Eieiei, kostet das Ganze hier viel Eisen, was wir hier machen. Gut, da ist jetzt kein Eisen mehr da. Hier haben wir noch Eisen. Ich muss unbedingt meine Eisenfarm wieder in Schwung bringen, weil so viel Eisen, wie ich aktuell verbrauche, geht uns das sonst ratzfatz aus. Gut, die Decke können wir jetzt fertig machen. Durch die Decke haben wir jetzt hier so einen Zwischenboden. Ist mega cool, gefällt mir total gut. Kann man so ein bisschen in die Technik schauen. Sollte ich da einen Zaun anbringen? Ich find's cool. Ich mag das so. Ich glaube, ich lasse die Leiter hier auch. Obwohl ich einen Wasseraufzug eigentlich reinmachen wollte, aber ich glaube, eine Leiter passt völlig. Jo, dann können wir das jetzt auch hinbauen. Einmal rausholen, zack. Mir kam jetzt gerade noch eine Idee, was zu diesem lila Look hier noch gut passen könnte. Das wären diese Kristalle. Und die dachte ich vielleicht die Außen... Ah, kann ich da jetzt echt nicht hinschauen? Oh nee, macht mir doch die Welt nicht immer so schwierig. Eieieiei. Hier? Dachte ich, wäre cool. Boah, braucht's nicht zwingend eigentlich, ne? Aber an jeder Ecke so ein Ding. Und zwischen da unten in der Mitte noch so... Oh. Weiß ich nicht. Aber da in den Eckenkanten, machen wir das? Ja, machen wir. Warum denn nicht? Ist doch... Aber es passt nicht ganz zum Theme, glaube ich. Nee, wir machen es nicht. Schreibt ihr mir in die Kommentare, ob wir das machen oder nicht. Würde mich echt freuen. Meint ihr, es passt der Amethyst dazu oder nicht? Übrigens, an alle, die sich jetzt fragen, hey, Kroko, du wolltest doch noch ausbrechen und so aus dem ganzen Ding. Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Nachdem Spark in einem Stream letztens ganz konkret gesagt hatte, wir können doch einfach die Regeln machen, wer Obsidian bricht, der wird aus dem Projekt ausgeschlossen. Meine Ideen hatten immer damit zu tun, mal das ein oder andere Obsidian kaputt zu machen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das einfach und sitzen unsere Strafe ab. Ich denke, es reicht, dass wir das Gefängnis gebaut haben. Mal schauen, ob Spark damit zufrieden sein wird. Wir werden ihm das demnächst präsentieren. Ja, vielleicht schon heute Abend im Livestream. Das wäre eigentlich eine feine Sache, dass wir mit dem Spark heute Abend im Livestream das Gefängnis eröffnen. Kann er schon die erste Gefängnisstrafe verhängen. jetzt haben wir aber noch was zu tun. Ich hau mich nochmal irgendwo ins Bettchen und dann werden wir den Flockerando Lieferservice mal beauftragen, weil ich habe echt einen Mordshunger und immer nur noch drei so gebratenen Fisch zu essen, das kann so nicht weitergehen. Ich bin absolut gegen das Fliegen mit Elytra. Wir haben doch eine Muli. zur Flocke wollte ich. Flocke, ich komme. Bei Flocke kann man immer so schön einfach absteigen. Das Pferdchen kann nicht weglaufen. Oh. Man kann bei Flocke eine Baumpatenschaft übernehmen. Will ich ja auch. Abfackelpatenschaft Dark Doof. Was ist denn das hier alles? Das ist eine Drown Farm, glaube ich. Aber wenn man da hinten steht, ist die ja gemeingefährlich. Wenn da einer mit Dreizack kommt, der ballert die einfach. Ich schaue schon wieder zu lange bei anderen Leuten. Und hier entsteht ein... Da kommen wahrscheinlich Bienen rein. Ich wollte eigentlich meine Bestellung da lassen. Fokusbestellung bei Flockerando. Vorspeise, goldene Rüben. Hauptspeise, Empfehlung des Hauses. Nachspeise, eine ordentliche Portion Kürbiskuchen. Zack, wird draufgepackt. Das Ausrufezeichen ist auch angebracht. Perfekt. Flocke kann kommen. Hoffentlich ist sie bald online. Ich habe echt Hunger. Auf geht's, Eselchen. Wir gehen wieder. Maultierchen. Ich weiß, du bist kein Esel. Und an der Stelle hoffe ich, euch alle heute Abend im Livestream zu sehen. 20.15 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr dafür gerne ein Like da lassen. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Viert euch!